gut. Naja, Alkohol mal wieder. So, okay, hier ist, hier oben ist der Generalschlüssel. Das ist ein Ausweis, Freunde. Was? Sind wir noch? Na, sag mal. Will aber wissen. That was it! That was it, Freunde. That was it. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder raus. Und jetzt können wir ja quasi zu Kevin. Und ihm jetzt mal schön erstmal den Generalschlüssel heben. Also ich muss sagen, durch die Schutzrüstung halten die schon wesentlich mehr aus. Ja? Klar, jetzt auch nicht wirklich viel mehr, aber mit immer schlagen kommt man jetzt auch nicht mehr durch. Okay, gut. Machen wir mal aus. Ein bisschen Strom sparen für die Taschenlampe. So, Kev. Bring mich zum Honeypot hier. Now I'll start working on the door, and you make sure I don't get a nasty surprise. Oh, okay. I just have to swipe this card through and wait. Why'd that door open? The hell? Okay, du hast die falsche Tür aufgemacht, mein Freund. I hope I didn't fuck the electronics up. Ja, noch. One more try. Holy lass mich raten, jetzt shit, sieht da vorne das Ding auf. We are screwed. So, let's roll the dice. Ich würde mal sagen, ich werde vielleicht. Ja, fuck. Das dachte ich mir schon. Get ready. We're in for it now. Watch my back while I work in the lock. Sind ja krass. Also der Sound der Schüsse, er ist wirklich gut. So, okay, jetzt haben wir bloß noch einen Schläger. Den werden wir jetzt hier mal schnell den Chaos machen. Aki, Zashin. Schnauze. Ja, so sieht's aus, mein Freund. Überleg dir das also. Verschlossene Waffenlager. Guck mal ganz kurz hier in den anderen Dinger nochmal nach. Abstellkammer, Alter. Scherz sein? Warum ist sie denn, warum, oh, ein Ausweis. Warum ist die denn bitte zu? Könnte man jetzt hier einen Mob klauen oder was? Oh, reparieren, schön. Kitsashi, einmal bitte reparieren. So, guck mal ganz kurz bei den Upgrade-Geschichten nochmal automatische schwere Gewehr. Mit 3-3. Ich wüsste echt zu gern, was die Grund-SPS waren. Aber was soll's, ich kauert einfach mal. Ich mach einfach mal. Ich kriege einfach mal, was passiert. 5200. Wir haben ein neues, richtig geiles Gewehr. Das modifizieren wir jetzt noch. Schockgewehr. Sauber, Alter. Aber richtig geil. Schönes Ding. Schönes Ding. Hat sich doch gelohnt. Kann ich das nehmen? Ja, kann es nehmen. Wunderbar. Oh, Freude. So, okay, das Gewehr, das werden wir mal ablegen. Ansonsten komme ich ja einfach nur noch durcheinander. Und die Pistole, die Träge, die werde ich ebenfalls mal ablegen. So, okay. Gut. Jetzt bin ich wie ein armer Mann, aber was soll's. Okay, gut, wir gehen hier vorne jetzt rein. So, Kev. Darf ich mal durch jetzt hier, oder was? Ah, schön, die Wehrmunition, wunderbar, nehme ich alles mit. Kleine Wehrmunition. Yeah, you're gonna have to look around a little. Just take what's left. Okay, Munitionskiste habe ich. Was haben wir denn da? Knüppel. Gut, Schlagstöcke brauche ich alles nicht, ist mir wurscht. Ich würde mal ganz kurz, sind denn alle soweit? Die Pistole, ist die schon? Wollte gerade sagen. So, Best Tense. Jetzt bin ich wieder voll aufmunitioniert. Mehr geht leider nicht. Hier durch. Hier auch, schau mal. 30 Schuss. Okay. Gut, alles klar. Na denn, let's go back. So, na nü. Surrender! Surrender. So, ich muss mich mal tatsächlich hier noch ein bisschen weiter umschauen. Ist anscheinend hier die Krankenstation. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal herkommen müssen, sollen. Zitronensaft, dieser grandiose Zitronensaft immer.
hier hin? Okay, ist Durchgangstür und hier müssen wir runter. Okay, alles klar. Gut. Ist hier noch irgendwo hin? Ich würde mal nachgucken irgendwie. Da ist wahrscheinlich irgendein Überlebender drin. Ah, okay. Ah, verstehe. Ja. Freunde. Ohne mich. Ohne mich. Tschüssikowski. Ich denke, wir werden nachher nochmal herkommen. Oh, noch ein Molotow-Cocktail. Wunderbar. Titus ain't gonna be happy. Mich ja gerne. He's pretty fucked. So. Jetzt würde ich aber hier nochmal ganz kurz einmal langdüsen. Und zwar für die blöden Drohungen, für den Typen. So, weil dann mache ich nämlich so viel Aufträge wie möglich auf einmal fertig. Da muss ich nicht so viel hin und her rennen. Finde ich mal ganz angenehm. So, weil nichts ist wirklich schlimmer und nervenzerrender als dieses ständige Backtracking, ey. Verdammt! Karten. So, da pfeife ich mir erstmal kurz mal hier Medipack ein. Ich hab noch drei Stück. Ne. Schnecki Schneck. So, hier vorne ist. Oh, geht's um. Ich hab doch schon alle geöffnet. Das haben wir doch schon alles mal gemacht. Na gut, okay. Wir müssen wieder in den Kontrollraum. Wir müssen wieder die Zellen öffnen. Ich bin gespannt, ob wieder der Alarm angeht. Vielleicht ist er auch wirklich nur so clever und sagt, ich mach einfach nur eine Zelle auf. Das kann natürlich auch sein. Let's open this up. Okay. Dann zurück in die Zelle. Und mal schauen, wo der Gute seinen Stoff versteckt hat. Tippe unter der Matratze. Ist dein Stoff, mein Freund? Ach, guck mal, unter der Matratze. Wer hätte es gedacht? So, okay. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal über. Die ganzen Drohnenpakete jetzt hier finden, oder was? kreativ. Muss man ihm lassen. So, okay. Welche Aufgabe war noch? Der war neu schlechter. So, der Banoischlechter ist 80 Meter entfernt. Vielleicht können wir das auch gleich verbinden. Hey, Batterie, die brauchst du doch nicht mehr. Die nehme ich mit. Nee, hier muss man lang. Wäre natürlich mal interessant, was würdet ihr machen? Würdet ihr, wenn wirklich so ein potenziell gefährlicher Individuum hier eingesperrt ist, würdet ihr das beseitigen? Oder würdet ihr quasi versuchen, ihn euch zunutze zu machen. When Titus gets weapons for all his men, then we got no choice but to listen to that asshole. Ja, na toll. Na, verstehe, dann kann ich so gleich abgeben hier. Das ist ja Müll. That's all there was. That's not gonna do it. We're gonna have to figure something else out here. Ja, kann ich alleine auch nichts führen. Toll, tödlicher Vorschlaghammer. Braucht keine Sau. So we need some food. My boys get too hungry, they get cranky, they get mean. Things could get rough. How about you go for the kitchen and bring us back some food? Ich soll jetzt für dich was zu essen. Könnt ihr dich denn nicht alleine machen? Was soll denn das? Was soll denn sowas? I'll do my best. The kitchen is nearby, next to the cafeteria. Next to the cafeteria. I can't stay here. I can't do it. I can't. Halt ein bisschen noch durch, Jim. Halt noch ein bisschen durch. Please hurry. So, reparieren. Gawain. So, jetzt sind schon wieder die nächsten. Punks am Holland, was möchtest du? That big guy over there? Yeah, he don't look right, huh? He's gonna need his medicine soon, or there's gonna be serious trouble. Mm-hmm. Trust me, I've seen him take on 5 guards at once. Wer denn? If we don't get him his thorazine soon, those things outside will be the least of our problems. You're gonna have to go to the infirmary and get him that medicine, right? Meinst du den Junkie-Opa? Yes. Ich glaube, der macht nicht so viel. Der ist. Look for some Thorazine. Der ist harmlos. Bring as much as you can find. Thorazine.
So, jetzt kommen die alle hier mit ihren Kleckeraufträgen. So, hier hast du Thank you, Dreyfus. True Brothers. Brothers. I owe ya. Ja, ja, ich weiß. Und was krieg von dir? Super schnelle kurze Schrotflinte. Charmant, aber auch ein bisschen sinnlos. So, okay. Ihr könnt jetzt mal ganz kurz hier neben der Cafeteria schauen, wo wir hier das Essen rankriegen. Das dürfte eigentlich direkt hier in der Nähe sein. Ah, und was ist hier über uns? So. Töte alle Untoten in der Küche und im Lagerraum. Das ist meine leichteste Aufgabe. Fleischköder. Den nehme ich. Aber nur für mich. So, wie sieht's denn hier aus? Ziemlich viele. Okay, wir haben ein paar Sprengelemente hier drin. Das finde ich ganz gut. Kann ich springen hier? Ich kann nicht. Okay. So, die hat Glada selber abgekriegt. So, okay, das läuft doch erstmal soweit ganz gut. Mittleres Minikit. Ich sollte tatsächlich beim nächsten Händler mal ein paar Minikits kaufen. So, okay. Gut. Bums, die Bums. Okay, das war's hier erstmal mit der Vorratshalle. Möchte ich es mal vorsichtig nennen. So, hier oben sitzt noch ein Kopf. Hat der noch irgendwas? Komme ich da irgendwie hoch? Stimmt, ne? Lohnt sich das? Hat bestimmt einen Ausweis oder irgend sowas da hinten. Kommt man hoch? So, zeig mal, hast du hier irgendwas? Na, dachte ich es mir doch. Dachte ich es mir doch, mein Kleiner. So, Pistolenmunition brauche ich jetzt nicht. Okay, gehen wir mal rüber. Kladitsch. So. Spinne kann ich nicht dran. Selbst die Mülleimer sind mir verwehrt. Molotow-Cocktail ist sehr schön. Die möchte man tatsächlich jetzt erstmal ein paar mir aufheben, weil die werden bestimmt nachher noch sehr, sehr nützlich sein. Na los, dann komm her. Time to die. Time to die. So, okay, das war gut. So, was ist mit dir? Hoppi, hoppi. Na los, komm. So, wunderbar. Den hätten wir. Das lief doch gut. Mit dir? Oh, aua. So, ich würde mal Gas erstmal ausmachen. Bratpfanne, so geil. Stimmt, ich wollte ja noch irgendwie mal mit einer Bratpfanne hauen, ne? Da fällt's mir ein. Das werden wir mal probieren. So, Bratpfanne, komm. Jetzt war 0 SPS irgendwie, dass man sagt, oh, damit wären wir jetzt der totale Damage-Dealer, aber wir probieren es trotzdem. Gut. Werkzeugkasten. Nee, brauchen wir nicht. Den gehen wir mal jetzt hier hin. Spinte können wir nicht ran. Mülleimer können wir nicht ran. Nichts zum Looten. So. Ach so, das war hier hinter. Alles klar. Bitteschön. That's what I'm talking about. When you're this hungry, anything ja, ist alles lecker. Ja, ist alles lecker. Tödliche schwere Pistole. Oh, die knallt. Die ist gut. Die nehmen wir. There's one other place where you might find some. The guards have some rooms near cell block B. It's pretty well protected, okay? You know, in case of a fucking riot. You should find some weapons there. All kinds of shit. Only getting them would be a problem. They've crammed a shitload of prisoners and B-brothers. So there's a fucking army of those things in there. Tell you what, you do this for me, and we'll let you through to block C. Okay, und 5.
Totenschädel. Definitely. Das wird schwierig. Find the guard's arsenal. Bring the weapons and ammo back, and I'll let you through to Block C. Now get going, but watch your back. When this came down, some fuckwit opened all the cells. I'm thinking the ladies should stay here with us, for their own protection. Kasei Oona, I think we'd better wait here. Let us know when it's safe. Okay, alles klar. Gut, ich guck mal hier ganz kurz wegen der Pistole. Upgrades, tödliche schwere Pistole. Also die wird auf jeden Fall wesentlich besser sein als unser Schwupps 1.4. Die hat ja schon von Hause aus 1.3. Alter, das wird übel. Aber ja, nicht so viel Kohle. Die Kohle wird ja nicht reichen. Schade. No! No! Kann ich sie wenigstens noch modifizieren? Oh, Schlaghammer, Piranha, nee, das ist alles. Das ist alles nicht. Das ist alles nicht. Schade. Aber, die ist jetzt schon besser, tatsächlich, als meine normale Pistole. Und deshalb werde ich sie mal schnell ausrüsten. So, tödliche, schwere Pistole. Bitte ausrüsten. Warten wir nicht mal dahin. Dankeschön. Zurück. So, nehmt mal kurz hier nochmal zu Jeremy und verkauf nochmal meinen anderen Stuff. So, tödlicher Vorschlaghammer. Auch keine Sau. Die Trägepistole, die kann ich jetzt auch verkaufen. Die brauche ich auch nicht mehr. Die Schockpistole kann ich jetzt auch verkaufen. So, und zwar das nicht. Einzelschuss hier wir auch nicht. Die superschnelle Schrotflinte ist nett, aber sie haut halt SPS-mäßig irgendwie einfach mal. Haut die gar nichts raus. Ihr verkauft die. Das ein Pistolenschuss ist besser als ein Schuss aus der Schrotflinte. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. So, außerdem habe ich jetzt, kann ja noch die Bratpfanne, kann ich ja noch pimpen. Bis unter Dach. Scheiße, Alter. Achso, warte mal, ich wollte große Minikit kaufen wir. Wie viel kann ich eigentlich davon kaufen? Ich pack mal ein. Ich pack einfach mal ein. So, zack, noch einmal und that's it. Wunderbar. Schön. Listen, I'm the guy to deal with. Listen. So, aber ich wollte ja noch mal ganz kurz bei den anderen Quests noch mal schauen. Der war neu schlechter. Der ist immer noch hier bei mir auf der Liste. Der Gute. Und wie habt ihr euch jetzt entschieden, ne? Habt das schon in die Kommentare geschrieben? Lasst dann leben. Oder würdet ihr ihn auch eliminieren? So, okay, weiter geht's. If you have the bollocks, friends, you might just end up with one hell of a weapon. Alles gut. Die sind alle tot hier? Also, hat der Schlechter die getötet? Oder waren es einfach nur Zombies? Sieht ja schon fast so aus wie bei... wie der Weg zu Grey Fox. Wenn man Energy is sold. Er ist der Schlechter? Er? Na, mach auf das Ding, Alter. I'm just fucking hungry. So, mein Freund. Dead forever. Dead forever, mein Freund. Du bist so super schlechter. Kommst du mit einer scheiß Machete zur Schießerei? Idiot. Schwache Machete. Schwache Machete für schwachen Krieger. So, schade. Ich habe eigentlich gehofft... Ach, der Hutständer. Der wird ja auch gewesen. Die Hutständer hat er die umgelegt hier bei der Gruppentherapie oder was ist das hier? Jeder darf mal reden, wie die geht. Oh, schade. Tut mir leid, Jungs. Okay, gut. Wir nehmen wieder unser schönes Wakizashi und dann gehen wir wieder zurück. So, was hast du noch? Alter, die haben ja alle Waffen? Was ist denn los hier? Ist ja wie im Knast hier. Okay, gut, wir gehen zurück. Stahlrute. Ganz toll. Kill those Alright then. Let's open it up. Ja, kniet vor mir nieder. Bin der neue krasse Motherfucker hier. You bloody made it. Shit, I just lost a bet.
So, wo ging's denn hier zurück? Wo ging's denn hier zurück? Hier vorne. So. Angel. Yeah, ja. I heard. Good work, brothers. Now we just gotta deal with those brain-dead zombie motherfuckers. Gotcha. Gotcha. So, was hast du für uns? Sets Untergang. Alter, das könnte auf jeden Fall die richtig geile neue Waffe werden, wenn wir genug Kohle hätten. Die wir nicht haben. Die andere ist mit 700 noch was gestartet. Und die hat 946. Auch ein Bakitsashi, ne? Oha, Alter. Na, da freut mich, da freut mich. Das Basic, wofür ich jetzt erstmal spare. Was hey, you need something. Was hast du denn? Ah, er hat Munition, die ich mir nicht leisten kann. Verstehe. Schön. Ach, Mann, ich möchte jetzt aber auch nicht so viel sammeln und verkaufen müssen. Na gut, okay. Komm, wir gehen weiter. Die Mission wartet auf uns. So, wir müssen hoch, wir müssen runter. Wir können aber nicht runter. Also müssen wir erst hoch, um nachher wieder runter zu gehen. Problem ist tatsächlich auch, dass ich natürlich nicht außer Acht lassen darf, dass ich ja auch Geld für Reparieren brauche. Müssen wir mal kurz erstmal ein bisschen Geld sparen arbeiten. Fleisch. Wir nehmen Fleisch mit. Gib Fleisch. Was ist mit dir hier vorne? Können wir dich auch nochmal schnell? Nee. So, okay. Dann geht's weiter hier vorne. Na, 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 na. Ohne anfassen, mein Freund. Das haben wir so nicht besprochen. So, mit dem Mini-Kit nehmen wir auch mit. So, okay, wo führt er uns jetzt hin? Da ist etwas, was wir aufnehmen können. Aber was? Ah, so, das, Dingsbums-Tirozin. Was? Wo? Bitte? Hinterm Schrank? Diese Junkies. Die verstecken sich doch überall. It's insane down there in the basement right now. Not just the Walking Dead, but some of those hacks might still be alive. Alles klar. Okay, gut. Wir gehen runter in den Keller. Yay. So, Keller im Gefängnis kommt gleich nach Keller in Irrenanstalt. In Krankenhäusern. Ja, so dachte ich mir jetzt schon. So dachte ich mir jetzt schon. So, pfeifen wir mal kurz hier was rein. Geht's nicht süd. Eine Kohle hier, so was du hier einsammelst. Also das ist alles Kokolores. So, okay, wir schauen uns mal weiter um. Ach du Schande. So, Hammer und einen Schraubenschlüssel, den lassen wir mal hier alles schön liegen. Den brauchen wir nicht. Der ist auch noch ein bisschen müde. Bleib mal ruhig liegen. Okay. Schöne Ding. Yes! 4 auf immer, das war gut. Das hat sich gelohnt. Ja, da hängt der Pudding hier noch rum. Da liegen noch 2. So neben so einem Behälter, wo einfach so eine ganz dicke, fette... Na, ach, das ist aber jetzt blöd. So eine rote Flamme, da würde ich jetzt nicht unbedingt einen Gasbehälter schmeißen, so eine Gasflasche und drauf schießen. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Only in games. Kids, don't try this at home. So, okay, okay, okay. So, da ist noch eine Axt. Das bringt uns aber nichts. Wechseln wir mal wieder aufs schöne Schwert.
So, du kannst hier mal in Ruhe entgasen. Nee, bitte nicht. So, wartet, Hilfe genug? Der blutige Nebel hier schritten. Was? Manchmal frag mich, wie schnell die mich hier kriegen irgendwie. So, hier haben wir einen Ausweis, wunderbar. Und wir gehen natürlich nochmal kurz an die Werkbank. Hoffentlich können wir das Messer oder das Wakizashi auch reparieren. Ja, aber dann sind wir schon wieder die Hälfte der Kohle los. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. So, also entweder kriegen wir jetzt mal ein paar... Gut. Na los, dann kommt mal hoch. Der Bandit. I did some damage. Ist hier nebenan so ein Rammer oder was? Ein Rammer-Dammer? Rammer-Dammer-Ding-Dong? Wäre noch mal besser von mir, ey. So, was haben wir hier? Okay, Kühe und Kugeln fliegen. So, jetzt snacken wir uns erstmal einen Snacky. Okay, das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht, hier reinzugehen. Okay, wir können auch unten rein. Okay, gut, jetzt brauchen wir scheinbar Schusswaffen. Nummer 1 haben wir. Watch your back. Dam, dam. Klingt einfach geil. Die Sounds sind einfach mega. Ich versuche nochmal oben kurz ranzukommen. Sie werden mich nicht kommen hören. So dreimal hier gegen die Tür dremmelt. Gut, haben wir auch. Burn in hell. Burn in hell. Burnt in hell. So, okay. Was haben wir da? Ah, Munition. Wunderbar, alles klar. Können ein bisschen Pistolenmunition aufnehmen, das ist ganz gut. 3,5. Alter. Wir nehmen es mal mit. Wir packen es mal ein. Zur Not können wir es verkaufen. Was hier dankte Tanto, ist mir wurscht. So. Drin. Verstehe. Okay, gut, vielleicht können wir so munitionssparend wie möglich Hallo sagen hier bei den Jungs in der Wäscherei. So, und juckt euch das nicht? Wollt ihr eurem Kumpel nicht mal helfen? Na, ach, schade. Das ist schade. Okay, Dings, haben wir den erwischt. Oder zwei eigentlich. Wir haben tatsächlich das Gehen erwischt. Das ist sehr schade. Na gut. Dann auf die klassischen. Okay, davon haben wir einen Schläger. Kohle. So, aber wir haben natürlich noch ein bisschen Gaskartuschen, also Gasflaschen hier zu stehen. Warte, können wir menschliche Gegner? So, kriegen wir eine schöne Kettenreaktion hin.